Wir haben es tatsächlich geschafft, noch rechtzeitig zu unserer kleinen Testecke rüberzukommen zum roten Sofa. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu das wie immer live für den ganzen Norden. Julia Shaw, Psychologin, ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Wir haben ja gerade Brexit hinter uns. Ja. Also wir haben das quasi alle schon mal vorerlebt. Und dementsprechend waren wir zwar vorgewarnt, aber trotzdem, glaube ich, war es ein Schock. Auf jeden Fall war es für mich noch ein Schock. Und ja, also als Erinnerungsforscherin ist da auch viel, und Psychologin gibt es da viel zu sehen und viel zu quatschen. Weil da ist Mauer zu Mexiko bauen, Ausstieg möglicherweise aus der Weltwirtschaft. Fragt man sich, wird sich Donald Trump eigentlich an alles erinnern können, was er für seine Wahl angekündigt hat? Julia Shaw, Sie sind die Expertin als Psychologin. Was meinen Sie? Die wenigsten tun das ja. Also wir erzählen viel. Ich meine, bei ihm ist das anders, weil es aufgenommen wird. Das heißt, man kann dann, es ist tatsächlich wahr. Und das ist bei Trump ganz klar. Und dazu kommt natürlich, was das mit Menschen zu tun hat, ist, dass es einfach diese Nostalgie zusammenbringt mit der eh schon verzerrten Erinnerung. Wer bin ich? Das sollte an sich relativ klar sein. Oder gibt es da schon die ersten Zweifel? Ja, ich meine, ich spiele viel in dem Bereich der Erinnerung bzw. falsche Erinnerung und Identität. Also sogar da kann man sich nicht genau dran erinnern, geschweige denn von Sachen, die so nie passiert sind. Aber da will ich muss es nochmal, um es einfach zu verstehen. Erinnerungen sollen, und irgendwann haben wir sie gefunden und stehen dann so nebeneinander und hatten Boxhandschuhe, toll. Was soll das? Sachen, die einen frustrieren. Aber nach ein paar Tagen vergisst man diese Sachen. Und später, wie in historischen Fällen, also in England bin ich als Gutachter noch tätig, und da geht es auch oft um historischen sexuellen Missbrauch, also vor allem aus der Kindheit, vor allem auch Eltern anklagend. Und ja, kann man sich darauf verlassen? Man muss sich ja oft darauf verlassen. Also es ist ja, man muss ja schon opfern, vor allem echten Opfern, was man ja manchmal nicht weiß, bis zum Verhör auf jeden Fall. Und auch im Verhör weiß man ja nicht unbedingt, ob es passiert ist oder nicht. Aber man muss natürlich zuhören. Weil manche Menschen kommen tatsächlich viel später vor Gericht. Gibt es ja auch so einen Zettel, Erinnerung verloren. Wie hieß nun mal das hübsche Mädchen, was ich gestern Abend in der Ja, ich fotografiere auch leidenschaftlich gerne. Hat sich ergeben durch Ihre Studienarbeit einfach auch. Nee, davor auch schon. Ich habe schon immer. Die wir gezeigt haben, die Sie selber gemacht haben. Das war ein Foto von der mir. Der Storch, ja. Zum Beispiel. Genau. Die da ein bisschen streiten gerade noch. Bei verschütteter Erinnerung. Die Idee, dass unser Gehirn Erinnerung versteckt. Verschüttung ist ja von Freud die Idee, dass das tötet. Wenn man annimmt, es muss ja verschüttete Erinnerung geben. Und da bin ich ganz vorsichtig, weil da möchte das Menschen im Jetzt leben, weil alles andere eh Fiktion ist. Okay. Kann man mal drüber nachdenken. An dieses Gespräch werde ich mich erinnern, um es mal so zu sagen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Wir sehen uns dann morgen wieder 18:45 Uhr. Tschüss.